Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Metro Exodus. Und wir sind offensichtlich weitergefahren, oder? Ich glaube schon. Sommer. Gucken wir uns mal an, das Ganze. Entspannte Musik. Wird das wieder so ein chilliger Part? Achso. Ah, okay. Sehr chillig. Verdammter Husten. Wir haben die Wüste schon lange hinter uns gelassen. Und trotzdem hält er noch an. Was raucht Crest eigentlich? Das Zeug ist schrecklich. Jedenfalls geht es mir jetzt besser. Ja. Ich störe nur ungern, Leute, aber ihr solltet in den Speisesaal kommen. Das Essen ist fast angerichtet. Danke, Stepan. Wir sind gleich da. Sollen wir gehen, Atjom? Oder noch etwas bleiben? Es ist so schön. Ja, so ein bisschen Entspannung nach den letzten Folgen kann ich gut gebrauchen. Ich habe mir Stepan und Katja, dich und mich angesehen und gedacht, was für ein Glück wir haben. Bei meinen Eltern war das ganz anders. Es war echt übel. Habe ich dir jemals erzählt, warum meine Mutter gestorben ist? Natürlich nicht. Es lag an Papa. Damals war er noch übler drauf. Kam von der Kaserne nach Hause und griff schon nach der Flasche, während er noch seine Stiefel auszog. Dann stritten sie sich und er kam eine Weile nicht mehr nach Hause. Ich wollte was trinken, nicht sie. Toll. Und in seiner Abwesenheit. Lass mir ruhig was drin. Sie auch zu trinken. Wenn sie nüchtern war, weinte sie. War sie betrunken, fühlte sie sich besser, war sehr verträumt. Weißt du, wie sie mich nannte? Einfach nur A. Sie drückte mich und sagte, eines Tages, ah, werden wir beide nach Vladivostok gehen, meine Geburtsstadt. Und von dort zu einem Dorf an der Meeresküste. Ich war damals 5 und begriff nicht viel davon. Aber das Dorf an der Küste konnte ich mir lebhaft vorstellen, weil ich ihr glaubte. Und dann brachte sie sich um, trank irgendein Gift. Nach ihrem Tod hörte Vater auf zu trinken. Er schenkte mir nie viel Aufmerksamkeit, aber da sie weg war, ließ er mich nie allein, nahm mich überall mit hin. Wir sprachen allerdings nur wenige Male miteinander. Ich hatte eine Puppe namens Shanna. Ich spielte immer, sie sei meine Tochter und wir würden zum Meer gehen. Vater versteckte sie irgendwann, sagte mir, sie sei verloren gegangen. Vermutlich wollte er nicht, dass ich unter Mutters Traum litt. Dann stellte ich mir vor, sie wäre groß geworden und nach Vladivostok gegangen. Und jetzt gehe ich. Nicht nach Vladivostok, aber mit dir. Der Traum ist wahr geworden. Ja, und jetzt? Willst du wahrscheinlich an die Küste mit mir später, wa? Wahrscheinlich sind... Übrigens habe ich mich immer gefragt, wovon Vater so träumt. Er müsste doch auch Träume haben. Was ist es wohl? Ein höherer Rang? Alles wäre möglich. Menschen retten? Was würden die Geretteten dann tun? Im Untergrund herumsetzen? Ich habe ihn nie verstanden. Auf was hofft er denn in seinem Leben? Was macht ihn glücklich? Vielleicht gar nichts. Er hatte nie wirklich Zeit, über das Morgen nachzudenken. Unten in der Metro kommen solche Gedanken nicht auf. Hier an der Oberfläche hingegen... Ich zum Beispiel möchte etwas Bestimmtes machen. Ich möchte barfuß durch den Sand laufen, eine Sandburg für die Kinder bauen. Ich denke da an 2, ein Junge und ein Mädchen. Der Junge wäre ein Abbild von dir. Wir würden schwimmen gehen, die Berge hinter uns. Holzhäuschen am Strand. Die Sonne würde uns täglich begrüßen, wenn sie sich aus dem Meer erhebt. Dieser Hafen ist unser Ziel. Es lohnt sich, dorthin zu gehen, selbst wenn wir die halbe Welt durchqueren müssen. Jeder sollte ein Ziel haben.
Ein Punkt auf der Karte, der ein erstrebenswertes Ziel ist. Ein Ort, an dem man endlich glücklich sein kann. Unsere Jungs haben alle ein eigenes Ziel. Duke hatte eins. Damir ein anderes. Wir sind aus der Metro ausgebrochen und jetzt zerstreuen wir uns. Natürlich nicht sofort. Zuerst sind wir noch gemeinsam unterwegs und suchen. Aber letztendlich wird jeder von uns einen solchen Punkt finden und dort bleiben. Ich weiß nicht, wohin es meinen Vater zieht. Auch weiß ich nicht, wohin es dich zieht, aber ich weiß, dass ich dich liebe. Und zwar sehr. Ich kann deine Glatze sehen. Das ist eine Perücke. Man kann richtig die angemalten Flächen sehen, wo die Haare sein sollen. Ja, komm. Los, Atyam. Ich ruh mich noch etwas aus und komm später. Mach das. Frisier deine Glatze ein bisschen. So. Hallo? Was? Check ich nicht. Setzen wir uns mal ganz kurz hin. Was haben wir denn hier so Schönes? Team. Ja, Duke. Und Damir. Das sind die beiden, die schon weg sind. Ja, unser Team ist doch groß. Mal sehen, wie lange noch. Tagebuch, ja, das kennen wir schon, ne? Yamatau, die Kaspische Wüste, Sommer. Neue Welt, die Banditen, Fanatiker, Kannibalen, die Primitiven, Swarok-Öl. Was es nicht alles gibt. Lebewesen, was haben wir neu entdeckt? Hunde haben wir neu entdeckt, ne? Ja, so gut sahen die jetzt nicht aus wie auf dem Bild. Ja, gibt leider hier nicht viel. Gehen wir wieder raus. Aber schon chillig, so in so einem eigenen Waggon durch die Gegend zu fahren. Stell ich mir schon cool vor. Was sagt man dazu? Wir sind gerade. Alles ist perfekt, Atyam. Folge uns. Okay. Ich folge euch. So, wir könnten davon ein paar gebrauchen. Sniper verwenden wir sowieso nicht so oft, von daher passt das schon. Ich habe noch Brandmunition. Machen wir 70. Packen wir nochmal was drauf. Ah, scheiße, wir haben keine Ersatzteile mehr. Das geht so schnell. Warum? Guckt euch das an. Einfach durch die Gegend fahren. Einfach einen Scheiß drauf geben und einfach fahren. Wenn dieser Zug noch Internetverbindung hätte. Weißt du, so schön. Ich will jetzt nicht sagen Glasfaser, weil Glasfaser wird wohl schlecht in einem fahrenden Zug funktionieren. Aber sagen wir mal, man schickt das so Signal, na gut, wir fahren hier mit einer Dampflok, aber über die Schienen. Über die Schienen schickt man das Signal in den Zug rein. Weißt du? Und dann fährst du einfach dein Leben lang um die Welt. Du bist überall, du kannst jederzeit anhalten. Du hast Strom. Klar, du musst die Lok auch irgendwo betreiben. Das wäre dann quasi die Miete. Aber du ziehst einfach nur so durch die Gegend von Stadt zu Stadt. Steigst hier mal aus, da mal aus. Leider sind natürlich die Schienen dann von dir blockiert und kein Schwein kann da durchkommen, aber hey. Du könntest auf ewig durch die Gegend fahren. Mit Internet. Das wäre cool. Ewig. Ich meine, ich würde das auch zum Beispiel auf dem Schiff. Auf dem Schiff zu leben. Ich meine, klar, sehen wir mal von den Unwettern ab. Aber sagen wir mal, wir leben auf einem Schiff. Wir sind in einem Zeitalter, wo das Internet richtig schnell über die Luft übertragen werden kann. Das heißt, keine Ahnung, 50G oder so wird es später geben. Und dann bist du da auf deinem Schiff mitten im Meer und livestreamst einfach. Wie cool wäre das? Mitten im Meer Livestream. Und dann, keine Ahnung, das,
die Ruhe, keine Nachbarskinder, die schreien, gar nichts. Ich meine, klar, du musst irgendwann musst du einkaufen gehen, aber du kannst ja Reserven für einen Monat einpacken oder so. Und dann frühstückst du auf dem Deck und guckst einfach nur aufs Meer und denkst dir, ich halte mal den Stream an. Und alle können dabei sein. Und das fliegende Gras hier auch. Na komm, gehen wir rein. Bin du geträumt. Haben wir jetzt alle Waffen zusammen? Ich will mich hier hinsetzen. Oh. Das arme Kind. Was habe ich verpasst? Du hättest sehen sollen, wie sie getanzt haben. Keine Sorge, du kommst noch einmal. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ein halbes Jahr unterwegs und 4000 Kilometer hinter uns. Wir haben viel durchgemacht. Duke, Damir. Also gut, Leute. Es ist mir klar, dass ich das nicht länger vor euch verbergen kann. Nach reichlicher Überlegung und sorgfältiger Begutachtung der Satellitenkarten, die wir bekommen haben, gibt es möglicherweise ein neues Zuhause für uns. Es ist ein Flusstal. Dort gibt es einen Wald und ein Wasserkraftwerk. Es befindet sich fernab der dicht besiedelten Gebiete, was sehr wichtig ist, wie unsere Reise gezeigt hat. Wir sind jetzt noch etwa 2 Tage entfernt. Also, Glückwunsch an alle. Ja! Trotzdem ist das heute nicht unser letzter Punkt auf der Tagesordnung. Stepan, Katja. Oh, Ringe. Stepan, Katja, sprecht mir nach. Hiermit nehme ich dich zum Mann. Nehme ich dich zur Frau. Er hat Mann gesagt. Mann, hättest Mann sagen können. Ich werde dich von nun an in Ehren halten. In guten wie in schlechten Zeiten. In guten wie in schlechten Zeiten. Wie in schlechten Zeiten. In Reichtum und Armut. In Reichtum und Armut. In Krankheit und Gesundheit. Krankheit und Gesundheit. Um dich zu lieben und ehren. Zu lieben, bis der Tod uns scheidet. Bis der Tod uns scheidet. Als Kapitän dieses Schiffs erkläre ich euch hiermit zu Mann und Frau. Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Ach, und Gorko. Das heißt Gorka. Gorka, 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 Gorka. Oh, das ist null. Oh, scheiße. Oh, toll, war ja klar. Wieder mal die Frau. Ich glaube, sie hat ihre Tage. Alles gut. Ist nicht schwanger. Anna, bitte haltet durch. Was ist denn los? Was ist denn, Anna? Was ist denn los? Bitte, tu doch was. Schränkt euch nicht um sie. Lasst ihr Luft. Verdammt. Tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Wovon redest du denn da, Baby? Im Yamantau, als sie mich verschleppten, sagte dieser Ghoul-Doktor, dass meine Lungen sich zersetzen. Von dem Gas, das ich am Munitionsdepot eingeatmet habe, sagte ich hätte nicht mehr lange. Wie kannst du diesem Monster nur glauben? Wir sind doch durch die Wüste und der ganze Sand. Das könnte doch der Grund sein. Katja, Artyom, auf ein Wort. Mir geht's gut, Artyom. Geh, alles ist jetzt gut. Ja, so siehst du aus. Ey. Ich weiß nicht so recht. Alle sind sauer. Also, Artyom, kannst du mir sagen, was wir jetzt machen? Lassen Sie uns konstruktiv sein, keine Panik. Und Katja, was glaubst du?
Ich glaube, dass es nicht klug ist, der Diagnose eines Degenerierten zu glauben. Ein Umzug von der feuchten Metro in die Wüste mit trockener Hitze und Sandstürmen ist Stress für die Ich glaube auch, dass sie vorher schon Symptome gezeigt hätte, wäre es das Gas gewesen. Daher werde ich sie erstmal nach bestem Wissen untersuchen. Außerdem reisen wir zu diesem Tal voller Weite. Die alleine könnte sie schon heilen. Ich mische mich nur ungern ein, aber ist etwas passiert? Anna hat Blut gehustet. Mein Gott, meinst du wirklich, es liegt am Sand? Klingt für mich mehr nach TB. Ganz klar. TB kriegen wir in den Griff. Wir haben genug Antibiotika. Frische Luft hilft dabei auch. Aber was, wenn dieser Degenerierte recht hat, Katja? Was machen wir dann? Gibt es ein Medikament? In unserem Dorf gab es eine Flakbatterie. Zu Beginn des Krieges erhielten sie ein neues Medikament. Es hat viele Menschen vor Gas und allgemeinen Vergiftungen geschützt. Ich schaue mal Mamas Aufzeichnungen durch und suche den Namen raus. Ich glaube, es wurde in Novosibirsk hergestellt. Novosibirsk. Ja, Mark. Deine Meinung? Für Anna würde ich bis zum Ende der Welt fahren. Und Novosibirsk ist gerade mal 2000 Kilometer entfernt. Dann ist das beschlossen. Wir fahren zu dem Tal. Wenn es geeignet ist, bleiben wir dort. Sollte sich Annas Zustand verschlechtern, suche ich mit einer Gruppe Freiwilligen nach dem Medikament. Also, Katja, bitte finde den Namen heraus. Mach ich. Keine Sorge. Eine Sache noch, Artyom. Ich möchte in diesem Tal keine Überraschung. Du bist unser erfahrenster Späher. Also nimm die Motordraisine, einen Freiwilligen und sieh dir alles an, bevor wir eintreffen. Lass uns erstmal zurückgehen, Anna und die anderen zu beruhigen. Armes Mädchen. Jetzt verstehe ich, warum sie in letzter Zeit so mies drauf war. Musste die ganze Zeit daran denken. Also hier kommen eure Befehle. Erstens, Ruhe bewahren. Der Plan steht. Wir fahren zu diesem Tal mit seiner frischen Luft und dem sauberen Wasser. Und dann siedeln wir uns dort an. Sollte Annas Gesundheit... Papa, bitte! Ich wiederhole, Anna. Falls es dir schlechter gehen sollte, so gibt es ein Medikament, von dem Katja uns erzählt hat. Falls nötig, werden wir es für dich finden. Es klingt nach einem guten Plan. Ich möchte auch sagen, Leute, macht euch keine Sorgen. Es ist schon schlimm genug, dass ich euch die Party verdorben habe. Ach, komm schon, du hast gar nichts verdorben. Ich habe mir wohl zu viele Gedanken über den Mist von dem Kerl in Yamantau gemacht. Obwohl es bestimmt nur der Sand und das Wüstenklima sind. Natürlich, daran wird es liegen. Genau das haben wir gerade besprochen. Also gut, ein Toast. Auf euch, Leute. Seid einfach fröhlich. Auf euch! Ich hab nichts. Ich will auch. Achso, Stefan, spielst du dieses Lied über uns? Sorry, ich war ein bisschen spät dran. Чтобы было куда вернуться, время вернуться домой. Этот поезд в огне, нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не умерли.
она умрет, если будет ничьей. Пора вернуть эту землю себе. А кругом горят факелы. Это сбор всех погибших частей. И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей. Нас сражали под звуки маршей, нас пугали тюрьмой. Но хватит ползать на брюхе, мы уже возвратились домой. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничей, пора вернуть эту землю себе. Этот поезд в огне, и нам не на что больше жать. Этот поезд в огне, и нам некуда больше бежать. Эта земля была нашей, пока мы не увязли в борьбе. Она умрет, если будет ничьей, пора вернуть эту землю себе. Ja, es wird Zeit, dass wir uns dieses Land zurückholen. Und eine Sache noch. Wir wollen keine Überraschungen wie an der Wolga oder in Yamantau. Daher schicken wir einen Spähtrupp mit einer Motodrasine voraus. Artyom braucht einen Freiwilligen zur Unterstützung. Ich nehme mich! Ich prüfe das Tal auf Herz und Nieren, bitte! Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Aljoscha nur gucken will, ob es da Amazonen oder überhaupt Frauen gibt. Sehr gut, dann ist alles geklärt. Ehrlich, ich beneide dich, Stepan. Du hast eine ganze Familie bekommen, eine Frau und ein Kind auf einmal. Und du musst dir keine Sorgen um Windeln oder Bauchweh machen. Nein, das ist nicht gut. Okay, Aljoscha wird der Nächste sein, der abhaut. Übrigens, ich habe ja gerade auf Russisch gesungen. Und klar ist es eine andere Übersetzung, aber auf Russisch hat er gesagt, also gesungen, quasi Anna. Ne? Und Anna ist ja Anna. Also es ist nicht der Name, sondern ihr wisst, was ich meine. Anna heißt ja auf Russisch auch was anderes. So, ich weiß jetzt nicht mehr was. Und er hat halt gesungen, dass Anna sterben wird. Das fand ich schon ein bisschen merkwürdig. Also er meinte natürlich nicht Anna damit, sondern ich glaube, das heißt dieser oder so. Oder dieses Land. Naja. Ist schwer zu erklären. Ich bin halt schon zu lange in Deutschland, um da irgendwie noch komplett übersetzen zu können. Ich kann es zwar verstehen und in meinem Kopf wird das automatisch dann verwandelt ins Deutsche, aber ich kann es halt nicht mehr eins zu eins übersetzen. Ich kann nicht behaupten, je religiös gewesen zu sein. Aber jetzt bitte ich alle Götter, auf Anna aufzupassen. Möge das Tal ihre Krankheit heilen. In der Zwischenzeit haben Aljoscha und ich einen Aufklärungseinsatz. Keine Ahnung, was uns dort erwartet, aber Aljoscha scheint überzeugt zu sein, dass zahlreiche Frauen seine Ankunft dort begierig erwarten. Sollte das wirklich der Fall sein, dann habe ich den bestmöglichen Begleiter für diesen Einsatz. Tja, Aljoscha wird wohl zurückbleiben. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's mal wieder mit Action weiter. Haut rein, euer Zero. Tschüss.